infizierten Infected ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Und zwar gibt es heute Leaks zu Season 2, meine Freunde. Es kam ja schon eine Weile kein Video, jetzt 3 Wochen lang nicht mehr. Hat seine Gründe. Ich hatte jetzt mein Übernahmegespräch, ein paar wichtige Prüfungen, die ich nochmal schreiben muss. Und deswegen habe ich mir erstmal die Auszeit genommen. Mich einfach verpisst und einfach mal alles erledigt. Meine Freunde, übrigens, es hat sich gelohnt. Denn nach der Ausbildung werde ich absolut fresh übernommen, Alter. Job ist safe. Beste Leben einfach, also wie gesagt, hat es sich doch mal gelohnt, richtig rein zu hustlen. Und ja, das ist einfach der Grund, wieso ich nicht da war. Und ich würde mal sagen, draufgeschissen, wir machen weiter wie immer. Die Videos müssen droppen, meine Freunde. Weil, ja, sonst ist ja ein bisschen passiv, Alter. Die deutsche Szene ist gerade so ein bisschen, ja, nicht so aktiv, sage ich mal. Und die ganzen, ja, großen YouTuber, die bringen so unregelmäßig die COD Mobile Videos, deswegen, ey, ich muss mal ran, bisschen ranklotzen, bisschen gönnen und ja, fangen wir an mit den Leaks, meine Freunde. Erstmal Gameplay im Hintergrund ist natürlich COD Mobile von mir selber spielt und der Beat wie immer, richtig, richtig nice und ich würde mal sagen, legen wir los mit dem ersten Video, das ich für euch habe. Und zwar sehen wir einen kleinen Ausschnitt von Ghost, der ist zurück. Ihr wisst Bescheid, Alter. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon irgendwo anders gehört. Simon Ghost Riley ist wieder zurück und wird im nächsten Battle Pass landen. Und hier muss ich sagen, ich bin ein wenig enttäuscht, weil es ist einfach ein verdammter Ghost-Skin, der wieder zurückkommt. Klar, es wird nicht der OG-Ghost, der aus Season 1, aus der allerersten Season 1, sondern es wird ein neuer Ghost, ihr habt den schon im Video gesehen, so ein bisschen bläulicher, seine Klamotten, also nicht der OG Ghost kommt zurück, sondern ja, der erste Ghost natürlich, jetzt nicht dieser Mace Ghost aus MW 2019, sondern der richtig gute Ghost, aber natürlich mit eben neuen Klamotten. Und wie gesagt, hier muss ich sagen, finde ich überhaupt nicht gut. Das ist wieder so ein richtiger Schritt nach hinten, so ein richtiger Schlag in die Fresse an die Leute, die seit OG Season 1 zocken und seit Anfang an dabei sind, am Start sind, sich immer die Pässe holen oder immer die Packs holen und was weiß ich. Es werden einfach so viele Waffen wieder neu reingebracht oder so viele Skins wieder neu reingebracht, wo man sich nur denkt, Digga, ist das euer fucking Ernst? Bestes Beispiel, DLQ33, rote Aktion. Absolut seltenster Skin überhaupt damals gewesen, kam einfach in einem scheiß Bundle. Kauft euch das Bundle und ihr habt eine DLQ33 rote Aktion, die eigentlich die seltenste Waffe überhaupt im Spiel war. Apropos rote Aktion, es gibt derzeit auch ein Angebot in der Season 1, jetzt in der dritten Season 1, dass es hier neue rote Aktion Waffen gibt. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Auf jeden Fall, es gab damals nur die AK-47 im Battle Pass auf Stufe 100, glaube ich. Das war der allererste Battle Pass, der ging noch bis Stufe 100. Ich glaube, ab Season 2 oder 3 von der OG haben sie gesagt, 100 ist doch noch zu viel, wir machen mal lieber 50. Ja, weil die ganzen Leute da irgendwie nicht reinsuchten. Aber gut, man hat ja auch nur 30 Tage, vielleicht ein bisschen weniger Zeit, den Battle Pass zu schwitzen. Und Stufe 50 ist schon vernünftig, würde ich mal sagen. Hätte man besser lösen können, indem man die Seasons länger laufen lässt. Aber okay, wie gesagt, es kommen neue rote Aktionsskins einfach wieder raus. Ich weiß jetzt gerade noch, die Desert Eagle ist auf jeden Fall dabei. Und ich denke mir so, warum macht man diese Scheiße? Warum beschmutzt man so alte, gute Skins, indem man die einfach nochmal neu rausbringt? Es ist einfach nur dumm, meiner Meinung nach, und muss nicht sein. Aber Simon Ghost Riley kommt zurück. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Video. Und zwar wird die Season 2 Task Force 141 heißen. Wer die Task Force 141 kennt, ist aus MW2, MW3 bekannt. Drin ist Simon Ghost Riley, Captain John Price und unser guter Soap, Alter. Richtige Ehrenbrüder, die sind damit drin. Also gehe ich mal stark davon aus, dass auch die anderen Battle Pass Skins in dieser Task Force 141 eben gehalten werden. Das heißt, wir kriegen einen Ghost Skin ganz sicher. Wir kriegen einen John Price, Captain John Price Skin, einen Soap Skin und irgendwer war da noch dabei. Gas hieß der, glaube ich. Ja, Gas hieß der. Der war auch noch mit dabei in der Task Force 141. Und ich denke mal, diese 4 Skins werden somit im Battle Pass auch mit erscheinen. Die Season 2 heißt so, es würde einfach nur wunderbar passen. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn wir da etwas Neues zu haben. Ansonsten kommen wir hier einmal zum nächsten Bild, das wir am Start haben. Wir bekommen natürlich auch neue Knarren, beziehungsweise eine neue Knarre. Bis jetzt wurde die zweite noch nicht geleakt. Ob diese noch geleakt wird,
wissen wir leider nicht. Aber wir kriegen, wie schon gesagt, die Jack 12. Eine Shotgun aus MW 2019. Ich selber weiß leider nicht, wie die ist. Ihr kennt es, ich habe MW 2019 so wenig gezockt, dass ich mich mit den Waffen eher weniger auskenne, sondern nur mit diesen Basic-Waffen. Was waren da? Die PP Bison, eine AK oder eine M4 oder so? Das kennt man natürlich alles. Aber Jack 12, das ist eher eine Pumpgun. Die hatten wir in keinem anderen COD, soweit ich weiß, sondern nur in MW 2019. Und wir bekommen das Ding jetzt in COD Mobile rein. Sieht für mich ein bisschen aus wie die Echo mit diesem normalen Magazin. Jeder normale Mensch spielt natürlich dieses fette Trommelmagazin, dieses 25-Schuss-Teil auf der Echo, wenn man die überhaupt spielt. Aber ja, die Jack 12 sieht genauso aus. Ob die genauso ballert, weiß ich nicht. Ich habe aber auch schon ein bisschen gehört, dass das Ding sein soll wie die AAA-12. Das ist diese wundervolle Shotgun, wo man sich denkt, Bruder, wie kann das eine Shotgun sein? Das ist ein Sturmgewehr. Das ist diese Shotgun, die vollautomatisch einfach alles wegfickt, was vor einem steht. Ja, sehen wir mal, wie das dann sein wird. Ob es da auch noch ein fettes Magazin geben wird oder nicht. Ja, kommt dann noch. Ansonsten haben wir auf dem Bild noch die HBR A3 und zwar wird es da keine neue Waffe geben, sondern einen neuen Aufsatz und zwar das Thunderbolt Sling. Was das ist, weiß ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was Thunderbolt Sling sein soll, was das bewirken soll, was das machen soll, werden wir auf jeden Fall sehen. Deswegen, wie gesagt, ist das Bild ein bisschen komisch. New and Improved Weaponry, wie gesagt, nur eine Waffe dabei und ein Aufsatz für eine neue Knarre. Aber ich denke mal, dass dieser Aufsatz eher für alle Waffen verfügbar sein wird, weil es wäre schon ein bisschen traurig, wenn er nur für die HBR A3 kommt. Ja, werden wir sehen, wie sich Thunderbolt Sling noch so machen wird. Ob es da vielleicht nochmal ein paar Leak-Videos geben wird vom Gameplay im Testserver oder sonst was, werden wir auf jeden Fall sehen. Ihr kennt es, ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten nochmal ein letztes Bild, eine kleine Info. Und da fragt einer auf Reddit, any new Undead Siege Content, specifically the Comics and Storyline? Hier antwortet COD Mobile mit, sadly no news on any updates for Dead coming in Season 2. We'll circle back on that, though after the season comes out and try to give a proper update on it. Das heißt, unser wundervolles Undead Siege, das jeder natürlich so sehr liebt und niemand möchte den alten Zombie-Modus zurück, nein, nein, überhaupt nicht, wird in Season 2 nicht geupdatet. Dieser Modus ist bis jetzt ziemlich auffällig lange da, auch wenn dort zeitlich begrenzt steht. Und anscheinend ist es auch nicht in Planung, diesen Modus erstmal rauszunehmen. Obwohl auch schon wieder hin und hier und da spekuliert wird, dass der normale Zombie-Modus kommen soll. Wie gesagt, im Testserver hatte man Zugriff auf Shinonuma, sogar auf eine neue Map, auf der man den normalen Zombie-Modus spielen konnte, mit dem wellenbasierten, mit dem Mini-Boss, mit dem schwachen Boss, mit dem starken Boss durch das Easter Egg, dass man den dann da ranholt. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also Undead Siege wird auch hier kein Update kriegen, sondern man will sich darauf ein bisschen fokussieren, wenn Season 2 jetzt raus ist und wenn dann halt an Season 3 gearbeitet wird. Finde ich sehr schwach, weil das ja unser Ersatz für den Zombie-Modus sein soll, aber da wieder kein Content geliefert wird, verstehe ich nicht. Es kriegt jedes andere COD genauso hin, Content zu liefern für jeden ihrer Modi, nur COD Mobile nicht. Siehe Vanguard, wir haben den normalen Multiplayer, da kommen immer Updates raus, neue Waffen, Battle Pass und bla bla bla. Wir haben den Zombie-Modus, da kommt jede Season wieder irgendwas Neues raus, irgendwelche Verbesserungen, eine Map oder irgendeine Änderung, die richtig krass ist. Wir haben jetzt in Vanguard sogar Ranked bekommen, also Ligaspiele. Digga, es wird einfach noch ein neuer Modus da reingeschmissen und COD Mobile kriegt es nicht hin, einen bestehenden Modus, für den man sogar wirbt, wo man sagt, Digga, das ist dieser neue geile Zombie-Modus, die kriegen es nicht geschissen, dieses Ding zu verbessern. Verstehe ich überhaupt nicht, aber so ist das Leben, meine Freunde. Ja, das waren wieder die Leaks zu Season 2. Wenn ich irgendwas Neues am Start habe, ihr wisst Bescheid. Ich halte euch auf dem Laufenden. Videos werden jetzt wieder richtig aktiv kommen, meine Freunde, denn alles Wichtige erstmal geregelt. Ich habe noch dazu übel viel Freizeit jetzt demnächst. Also, beste Leben, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, abonniert diesen Dreckskanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.